Herzlich willkommen bei Fettspielen. Ich bin Miri und spiele heute für euch das Browser-Game Free Aqua Zoo. Das habe ich auf Fettspielen gefunden und wenn ihr das ausprobieren möchtet, dann müsst ihr einfach hier links unten auf den Spiel-Starten-Button drücken und dann kommt ihr direkt zum Spiel. So, ich habe mich bereits registriert und habe mich Miri92 genannt und jetzt begrüßt mich hier auch schon der erste Fisch und drücke einfach mal auf Weiter. Genau, ich habe hier ein eigenes Aquarium, das finde ich richtig cool, weil ich hatte nie ein Aquarium und jetzt habe ich mal zum ersten Mal in meinem ganzen Leben die Möglichkeit, ein eigenes Aquarium zu besitzen. Und jetzt soll ich hier den ersten Fisch anklicken und ihn umbenennen, dann ich ihn einfach mal ganz kreativ Fisch 1. So, das ist mein erster Fisch. Diesen muss ich jetzt füttern. Dann muss ich hier unten links auf meinen Futter drücken. Werde ich jetzt mal so ein bisschen reinstreuen in mein Aquarium. Mal schauen, ob es ihm schmeckt. Und er frisst es. So, jetzt muss ich unten wieder drauf drücken, damit die Futterdose weggeht. Ihm hat es geschmeckt. Er fand es lecker. Und jetzt muss ich ihn knuddeln. Okay, ich wusste nicht, dass man Fische knuddeln kann. Aber hier kann man das scheinbar. Ich habe es noch nie im wahren Leben probiert. Vielleicht habt ihr es ja mal probiert. ja, dann gehe ich jetzt hier auf das Herzchen. Und jetzt habe ich meinen ersten Fisch geknuddelt. Klickt mich an. Das sind übrigens Botoxi-Fische, das ist die Art, also Botox. Ihr kennt ja wahrscheinlich Botox von den Stars und Sternchen, die sich das immer ins Gesicht spritzen und danach aussehen. Und danach besser gesagt nichts mehr bewegen können in ihrem Gesicht. Aber der Fisch kann sich noch bewegen und man sieht noch seine Gesichtszüge. So, jetzt habe ich ihn angestupst, jetzt ist er etwas durch das Aquarium gezischt. Jetzt soll ich ihn wieder anklicken und ein bisschen ein Level Up machen. So, jetzt gehe ich angeln. Angeln war ich übrigens auch noch nie, deswegen begebe ich mich jetzt mal an den Angelsee und schaue einfach mal, wie das so abläuft. Also, so, angeln, jetzt kann ich hier einen Teich auswählen, schmuddeliger Weiher, dann nehme ich doch mal den. Da, wo auch die schmuddeligen Fische drin rumschwimmen. Jetzt wird mir hier erklärt, wie ich angeln soll. Das probiere ich jetzt einfach mal selbst. Meinen Köder habe ich schon ausgeworfen, oder? Nee, da muss ich drücken, genau. So, jetzt warte ich einen kleinen Moment. Da hat schon der erste angebissen, jetzt soll ich warten. Und zack, und jetzt klicken, einziehen und ich habe meinen ersten Fisch gefangen. Ich fasse es nicht, das ging aber ruckzuck. Also wenn es im wahren Leben auch so geht, dann gehe ich vielleicht auch mal privat angeln. So, Alter 2 Tage, 2 Stunden, Name Botoxi, Geschlecht Weibchen. Okay, den nehme ich. So, jetzt soll ich ihn in mein Aquarium setzen, dann gehe ich hier zurück ins Dorf. Und hier komme ich zu meinem Aquarium. Und dann werde ich ihn jetzt mal hier aus seiner Tüte befreien. Und ihn in mein Aquarium setzen. Oh, jetzt sehe ich hier, die Sauberkeit wird mir angezeigt. Ich muss mein Aquarium reinigen. Das sieht etwas dreckig aus. 100% sollte es sagen. Ich muss hier diesen Schwamm nehmen und dann einfach mal quer durchs Aquarium ziehen. Oh, das klappt aber super. Das, was ein Dreck im Aquarium. Also wenn das auch wirklich so ist, dann, naja. Wäre das, glaube ich, viel Arbeit, so ein Aquarium. So, jetzt müsste es eigentlich sauber sein. Genau. Jetzt kann ich hier noch den Hintergrund ändern. Dann mache ich doch mal. Hier die Seesterne, die sehen noch ganz nett aus. Und jetzt soll ich ins Dorf gehen und einkaufen. Und Dekoration werde ich natürlich mal ein bisschen, um mein Aquarium etwas schöner zu gestalten für meine Fische. Da kaufe ich mal hier eine pinke Koralle. Weiter, gehe natürlich zu meinem Aquarium, damit ich es jetzt direkt gleich reinsetzen kann. Dann hier unten drauf, auf die Kiste. Und hier ist schon meine Koralle. Jetzt kann ich die hier oben nach rechts und links ziehen und dann fällt die, glaube ich, runter. So, ich mache es einfach mal in die Mitte vom Aquarium. Ich weiß ja nicht, was sonst noch reinkommt. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. So, okay. Jetzt soll ich hier wieder drauf drücken, dass ich zurückkomme. Und jetzt hat mir schon der Fisch, der mich auch vorhin begrüßt hat, 1000 Dollar geschenkt, dass sie sich hier alle wohlfühlen, meine Fische. Und jetzt soll ich nochmal angeln gehen. Und sie verkaufen meine Fische. Das mache ich natürlich, weil ich will auch ein bisschen Geld bekommen. So, erstmal, welcher Fisch war das? Das war Fisch 1. Dann werde ich den jetzt einfach mal, ihr werdet es schon wissen, Fisch 2 nennen. Okay, so, Fisch 2 wird jetzt erstmal geknuddelt. Dann wird er durchs Aquarium gehetzt. Und dann ein Level nach oben. So, jetzt habe ich hier oben rechts was ein Ausrufezeichen. Genau, ich soll angeln gehen, das weiß ich. Das wurde mir eben schon gesagt, dann gehe ich zum Dorf und wieder hier unten rechts auf das Angelzeichen und zu meinem schmuddeligen Weiher, wo ich vorhin auch schon angeln war. Und warte jetzt mal ab, ob der erste Fisch anbeißt. Vielleicht fange ich ja auch mal etwas anderes. So.
So, jetzt hat er angebissen, jetzt muss ich die Angel einholen und zack, jetzt habe ich einen Schnappfisch geangelt. Wow, cool. Den hatte ich noch nicht. Man kann die, ihr habt gesehen, man kann die auch zurückwerfen, die Fische, wenn man sie nicht haben möchte. Aber ich nehme jetzt einfach mal alles, was kommt, weil wer weiß, wie lange ich noch mein Geld habe. Ich habe ja bis jetzt erst 1000 Coins, besser gesagt 1000 Dollar und deswegen, ja. So, jetzt muss ich hier mal auswerfen. Jetzt beiß mal an. Jetzt hat, oh, jetzt war ich zu früh. Hier kannst du üben. Nein, ich möchte nicht üben. Ich werfe den einfach nochmal neu aus. Und hoffe, dass jetzt auch gleich wieder einer anbeißt. Ja, die doofen Fische beißen direkt an. Gut für mich, gut, schlecht für die Fische. Und jetzt habe ich ein Glubschauge. Das finde ich auch sehr lustig. Also die Fische haben hier auch alle unterschiedliche Namen. Und der hier hat halt Glubschaugen, deswegen auch Glubschauge, der Name. So, jetzt noch ein. Alle guten Dinge sind drei, sagt man ja so schön. Jetzt warten, mal schauen, was ich jetzt noch bekomme. Und das ist wieder ein Botoxi. Okay, aber ein Männchen. Verkaufe Fische an Kunden, um Geld zu verdienen. Das mache ich doch jetzt mal. So, der möchte meinen Schnappfisch kaufen, den ich als erstes gefangen habe. Den werde ich mal abliefern. Und schon habe ich mein erstes Geld verdient. Jetzt kann ich hier oben rechts auch noch, der hat auch Kundenanfragen, sind das hier rechts. Und so einen habe ich ja eben gefangen. Das war Glubschauge, den ich eben zum Schluss hatte. Den verkaufe ich natürlich auch. Und noch eine Botoxi. Also habe ich alle drei Fische gleich losbekommen. Das gibt's ja gar nicht. So. Jetzt soll ich hier Quests erledigen, um mehr Punkte zu bekommen. Dann muss ich hier oben drauf drücken, auf diese Fragezeichen. Und jetzt werde ich zu der pinken oder roten Koralle noch eine gelbe hinzukaufen, dass das nicht so langweilig in meinem Aquarium aussieht. So, okay, zum Aquarium zurück. Das war jetzt hier auf diesem, auf dieser Pylone oder von, kennt man ja von Baustellen, diese Dinger. Und stell die mal hier jetzt einfach da ein bisschen, mit ein bisschen Abstand dahin. Das habe ich erledigt. Jetzt habe ich hier oben noch eine Nachricht, da gehe ich mal drauf. Vom System, Levelaufstieg. Wow, cool. Okay, Sauberkeit 100%, Bonus habe ich noch keinen, Fütterbonus. Oh, ich sollte vielleicht auch mal füttern. Wo war das denn jetzt? Das weiß ich gar nicht mehr, wo das war. Was kann man denn hier machen? Ist dir das Beckenputzen so anstrengend? Oh, okay, ja, hier kann ich eine Schnecke beauftragen, dass sie mein Becken putzt. Das ist auch sehr lustig, die Idee, finde ich. Ja. Dann gehe ich jetzt nochmal auf Quests und jetzt soll ich hier einen Schnappfisch abliefern. Okay, ich glaube, da muss ich jetzt eigentlich wieder angeln gehen. Aber ich gucke jetzt mal meine Kunden. Okay, noch keine. Was kann ich denn hier oben noch machen? Hier oben kann ich mein Profil bearbeiten. Da meine Nachrichten, da war ich ja eben schon drin. Hier habe ich meine Coins, Hilfe und Forum und die Einstellungen. So, jetzt gebe ich mich mal zum Dorf zurück und zum Angeln, weil ich möchte ja meinen Kunden auch zufriedenstellen. Jetzt muss ich hier nur meine Angel auswerfen. Und noch einen Schnappfisch fangen. Ich hoffe, da beißt auch gleich einer an. Hoffentlich ist es einer. Mal schauen. Zack. Nein, es war ein Botoxi. Okay, dann den nehme ich aber trotzdem mit. Oh, jetzt habe ich sie zu früh eingezogen. Also nochmal klicken. Warum klappt das jetzt nicht mit der Angel auswerfen? Oh, ich habe eine neue Nachricht. Wieder vom System. Neue Sammelkarte. Was ist das? Ich habe jetzt eine Botoxi-Sammelkarte erhalten. Ah, okay, also es ist so ein Sammelalbum. Wenn ich unterschiedliche Fische öfter angel, dann bekomme ich so eine Sammelkarte. Da war leider kein Fisch, das weiß ich jetzt auch. So, jetzt hat es geklappt. Jetzt werfe ich sie nochmal aus. Warten und jetzt beißt schon der nächste an. Dann die Angel einziehen und ein Glubschauge habe ich noch bekommen. Dann probieren wir nochmal einmal unser Glück. Vielleicht kommt ja noch so ein Schnappfisch hinzu. Warten, 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 warten. Und ja, komm schon, beiß an. Jetzt habe ich ihn. Zack, und noch ein Schnappfisch. Perfekt. Dann gehe ich zurück zum Dorf, ins Aquarium. Und dann hatte ich doch jetzt hier meinen Kunden. Genau, hier unten auf... Oh nee, wo war denn dieser Kunde? Ah, bei der Quest war das, genau. So, dann werde ich den abliefern. Hier, den habe ich auch. Ah nee, ich habe ihn doch nicht. Okay, dann schaue ich doch mal hier bei meinem Fischbeutel. Und werde jetzt hier Botoxi auch noch in mein Aquarium einsetzen, damit es dann mal ein bisschen voller und gemütlicher wird. Und die Fische brauchen ja auch Freunde, weil so alleine, da werden die ja einsam. So, dann nehme ich den hier jetzt mal Fisch 3. So, und der hier ist dann Fisch 4. Ganz kreativ bin ich heute in meiner Namensgebung. Aber ihr könnt ihr natürlich auch ausgefallene Namen geben. Oder wenn ihr, keine Ahnung, wenn ihr ein eigenes Aquarium vielleicht auch zu Hause habt, könnt ihr es hier gerne nachbauen. Oder auch für Anglerfans, denke ich mal, ist dieses Spiel auch ein richtig cooles Game. Also weil man hier auch zwischendurch immer angeln kann und die dann ins Aquarium wirft. Also man tötet keine
Tiere, sondern man wirft sie einfach nur ins Aquarium. Und jetzt werde ich mal hier eine Fütterung durchführen, eine Raubtierfütterung. Oh, jetzt muss ich hier auch gleich ein neues kaufen, dann gehe ich nochmal zum Dorf. Und ja, hier zum Supermarkt und kaufe einfach mal hier diese Fische. Zack. Die habe ich drin. Jetzt habe ich hier oben noch eine neue Nachricht. Wieder eine neue Sammelkarte, wahrscheinlich von Glubschauge und Schnappfisch. Gehe zurück zum Aquarium und habe jetzt hier wieder Futter. Und dann werfe ich da mal ein bisschen Futter rein, dass die auch alle nicht verhungern und sterben. Das möchte ich natürlich nicht. Also ein richtig cooles Spiel, finde ich. Es macht echt Spaß, hier so ein eigenes Aquarium zu besitzen und die Tiere auch zu füttern. Und vor allem auch immer neue Aufgaben hinzu, also dass immer neue Aufgaben hinzukommen, finde ich auch gut, weil dann kommt so ein bisschen Abwechslung rein. Oder auch hier, dass man das Aquarium selbst also sozusagen einrichten kann, in Anführungszeichen, und andere Hintergründe machen kann und sich die Fische selbst fangen kann. Also es ist eine richtig coole Idee, die dahinter steckt, hinter diesem Browser-Game. Und wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, dieses Browser-Game zu spielen, dann müsst ihr einfach hier unten links auf den Spiel-Starten-Button drücken und dann könnt ihr mal gucken, wie euer Aquarium aussieht oder vielleicht auch noch mehr Fische angeln als ich jetzt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen. Eure Miri. Und nicht vergessen, liked uns auf Facebook.